Wie heißt du eigentlich, Junge? Fragte Nathan. Es gibt Fragen, bei denen mir das Blut aus dem Kopf strömt und mein Mund so trocken wird, dass mir die Zunge am Gaumen klebt. Diese Fragen sind: Wie heißt du? Wer ist dein Vater? Aus welcher Stadt stammst du? Wenn mir jemand solche Fragen stellt, tue ich, als hätte ich sie nicht gehört. Oder ich drehe mich um und laufe weg. Aber von meinem Herrn konnte ich nicht davonlaufen. Ihm musste ich antworten. Ich senkte den Kopf. Ich heiße Jelet, sagte ich. Junge. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich da saß. Jedenfalls ging die Sonne schon unter, als er plötzlich vor mir stand. Ein fremdländisch aussehender Mann in dunklen Gewändern und mit einem ergraunten Bart. Zuerst verstand ich ihn nicht. Doch dann sagte er, benötige Hilfe bei der Erziehung seiner Tochter. Ich brauche eine Frau, die sich um meine Tochter kümmert. Willst du mit mir kommen? Fragte er auf Deutsch, mit einer seltsam kehligen und rauen Aussprache. Aber gut genug, um sich verständlich zu machen. Ich weiß selber nicht genau, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe es mir von Anfang an eingebildet, dass es so sein sollte, dass die einzelnen Figuren wie im Theater auf die Bühne kommen und sagen, ich. Und dann ihre Geschichte erzählen. Und vielleicht hat es was damit zu tun, dass es ursprünglich ein Theaterstück war. Es war bereits dunkel, als wir Jerusalem endlich erreichten. Nathan, Jakob und ich, Eliyahu. Seit 18 Jahren Nathans treuer und ergebener Verwalter und Freund. Als die Stadtmauern vor uns auftauchten, sprachen wir ein Gebet und dankten Gott, dass er uns heil und gesund nach Hause zurückgeführt hatte. Es geht natürlich auch darum, dass bestimmte Geschichten nicht verloren gehen dürfen. Und zu diesen Geschichten gehört sicherlich die Ringparabel. Um uns herum loderten die Flammen und streckten ihre gierigen Feuerfinger nach uns aus. Aber mein Engel war machtvoller als die Flammen. Es gelang ihm nur, mich am Arm zu packen. Als Daya sah, dass ich aufgewacht war, streckte sie die Hand aus, strich mir die Haare aus der Stirn und sagte, Recha, mein Kind, es war ein Tempelritter. Nach der Errettung des Mädchens war ich so aufgewühlt, dass ich nicht sofort zum Haus des Patriarchen ging, des Bischofs von Jerusalem, wie ich es eigentlich vorgehabt hatte, sondern erst einmal in den Straßen der Stadt herumlief, von der es in der Heiligen Schrift heißt, das ist Jerusalem, das ich mitten unter die Heiden gesetzt habe und unter die Länder ringsumher. Nathan, mein Freund, konnte es kaum glauben, als wir nach seiner Heimkehr und nach Rechas glücklicher Errettung im Innenhof seines Hauses saßen, um einen nächtlichen Imbiss zu uns zu nehmen, und ich ihm von meinem neuen Amt als Saladins Schatzmeister berichtete. Ich sah, wie sich sein Gesicht verfinsterte und seine Augenbrauen über der Nasenwurzel zusammenstießen. Ich denke, man kann das heute nicht mehr so erzählen, wie Lessing es erzählt hat. Nicht nach allem, was passiert ist. Man muss es anders erzählen. Man muss auch die Hintergründe anders darstellen. Ich, Sitta, Schwester des großen Sultans Saladin, ließ mich langsam in das heiße, nach Rosenöl duftende Wasser gleiten. Aber an diesem Morgen dauerte es lange, bis ich mich entspannte. Länger als sonst. Und selbst dem schmeichelnden Rosenduft gelang es kaum, meine innere Unruhe zu besänftigen. Schon mein Vater war Hauptmann und hat uns, seine Söhne, zu Kämpfern erzogen. Zu Kämpfern für Allah, für unseren heiligen Glauben und unsere muslimischen Brüder und natürlich auch für die eigene Ehre. Und er war stolz darauf gewesen, als die Nachricht kam, dass mein ältester Bruder im Kampf gegen die Franken gefallen war.